Hallo? Ja. Frejade mit Herablasen? Herablassend, ja. Ja? Ja. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder zwei Telefonate mitgebracht, die wahnsinniger nicht sein könnten. Man versteht die Mitarbeiter nicht und es interessiert den Mitarbeiter auch nicht. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen zwei neuen Telefonaten. Perfekt, dann sind wir klar zu haben. Also, mein Name ist Justin Garnett, ich bin ein Account Manager vom Bitcoin System. Aha. Und ich habe Sie angerufen, weil ich wollte Sie ein paar Informationen teilen über Trading Online. Toll. Wie bitte? Toll. Ja, genau, toll. Und deswegen habe ich Sie auch angerufen, dass Sie können auch Ihr Account aktiv zu stellen und mit uns arbeiten. Aha, was denn für ein Account? Wie bitte? Was denn für einen Account? Account zu aktiver stellen. Aha, und was für ein Account? In Börse, Investitionen in Börse. Aha, und wo? Da können Sie auch mit diesem Account könnten Sie auch Ihre Profite ansehen, schauen und auch Ihre Gewinne und auch Ihr Geld, was Sie haben, alles. Verstehen Sie? Nee. Okay, also das ist Investitionen in Börse. Wo können Sie sich selbst investieren und für Profite behalten? Verstehen Sie das? Nee, nicht so wirklich. Das macht keinen Sinn, was Sie so sagen. Also haben Sie keine Erfahrung mit Onlinehandel? Mit Onlinehandel? Ja. Doch, ich habe ein eBay-Konto. Wie bitte? Doch, doch, ich habe ein eBay-Konto. Also, das wiegt das Gleiche, aber das, nicht wie eBay, also ist gleiche Arbeit wie bei eBay, aber hier ist mehr privat. Bei uns, da können Sie mehr Geld gewinnen. Verstehen Sie? Also, nee, verstehe ich nicht. Bei eBay ist doch auch Okay, privat. ich kann Ihnen es erzählen. Haben Sie einen Computer oder Laptop nach vorne? Wie nach vorne? Also, haben Sie einen Computer oder Laptop? Ihr Rechner. Ja, sowas besitze ich ja. Haben Sie, ja? Laptop oder Computer? Wo ist da jetzt der Unterschied? Ist das Gleiche. Tja, der Unterschied zwischen Laptop, Computer oder Handy ist eigentlich nur sein Skript. Und aus diesem Grund fragt er euch hier am Telefon, ja, welches Gerät man dafür benutzt, um sich bescheißen zu lassen. Denn der Betrüger, der muss euch ja durch diese Webseite durchmanövrieren und euch erklären und erzählen, wo ihr draufdrücken sollt, damit ihr euer Geld schnellstmöglich loswerdet. Ja, und genau das ist der Grund, warum man euch fragt, was ihr eigentlich für ein Gerät benutzt. Der Unterschied zwischen PC und Laptop, naja, der ist mir nicht ganz klar, aber zwischen PC und Handy oder irgendeinem Tablet, da kann es natürlich schon sein, dass die Webseite anders aussieht und eine andere Form hat und eben viel kleiner ist. Und das könnte hier der Grund sein, warum die Betrüger euch jedes Mal am Telefon, ja, nach dem Gerät fragen, das ihr ja zum Bescheißen bedienen sollt. Also, okay. Also bei mir Rechner, haben Sie TeamViewer oder Anydesk? Wozu brauchen Sie sowas? Wie bitte? Wozu brauchen Sie denn sowas? Damit ich kann Ihnen die Accounts erzählen und zeigen, da wo können Sie arbeiten, da wo können Sie Ihre Profite sehen und alles. Damit, wir machen das, damit wir können keine Fehler machen mit dem Viva oder mit Anydesk. Deswegen. Ja, aber dazu müssen Sie doch nicht auf meinen Computer zugreifen. Nein, nicht zu greifen. Das, also, zu greifen, das geht nicht. Doch. Erst einmal, das ist nur zusammen verbinden. Meine Computer mit Ihr Computer. Damit wir können keine Fehler machen. Verstehen Sie? Ich kann Ihnen es dann erzählen und dann können Sie alles verstehen, was ich erzähle. Ja, genau. Und in den allermeisten Fällen sieht dann das betrügerische Skript auch vor, dass man Anydesk oder TeamViewer oder irgendwas Vergleichbares benutzen soll, damit der Betrüger euren Desktop sehen kann. Das heißt, sich mit euch verbinden und sieht alles, was ihr am PC oder eben am Handy tut. Naja, was hier aber nicht gesagt wird, ist, dass, naja, die Gegenseite den Rechner auch steuern kann und kann auch Dateien übertragen. Und genau das sollte man schleunigst und tunlichst auch verhindern, dass niemand
fremdes Zugriff auf euren Computer hat. Von daher Finger weg von Anydesk, TeamViewer, VNC und Co., wenn es in Verbindung mit fremden Personen ist. Wenn ihr selbst euren PC von unterwegs aus fernsteuern wollt oder von der Couch oder ja, ein Familienmitglied möchte euch helfen oder umgekehrt, dafür ist es okay, aber nicht, wenn fremde Leute auf eurem Rechner rumschnüffeln sollen. Ja, gebe ich Ihnen nicht. Also, ich bin ein Account-Manager, von was soll ich hier Datum haben? Ich habe hier Datum, also Name, Nachname, E-Mail-Adresse und das war's. Verstehen Sie? Also, Ihr Mikrofon hat eine ganz, ganz schlechte Qualität. Wie bitte? Ich sagte, Ihr Mikrofon hat eine ganz, ganz schlechte Qualität. Mein Mikrofon? Ja, jetzt ist besser. Achso, ich hätte das zu näher, deswegen. Also, können wir bitte uns kurz verbinden und dass ich kann Sie zeigen? Das habe ich Ihnen doch schon beantwortet bereits. Ja? Die Frage habe ich Ihnen doch schon beantwortet. Ja, entschuldigt, aber ich habe das nicht gehört, deswegen. Aha. Na, dann sollten Sie lernen, zuzuhören. Ja, also, verbinden wir uns? Können Sie die neustellige Nummer geben? Können wir uns verbinden? Und kann ich Ihnen das erzählen und zeigen alles? Wo können Sie Profite viel behalten und wie können Sie arbeiten mit uns? Weil bei uns bekommen Sie auch einen Expertbroker dazu, dass er sich hält für jedes Problem, für Auszahlung, für mehr Profite behalten, also Ihr Profite zu verdoppeln. Ja? Was denn? Also, lass uns verbinden und ich kann Ihnen das alles zeigen, okay? Nee. Also, okay, und aus welchem Grund? Ich sage nur mit einem guten Grund, damit wir können unsere Zeit, gleiche Zeit arbeiten und auch alles, dass Sie können alles verstehen. Was? Dass Sie können alles verstehen. Es geht nicht um Ihr Datum zu aufgreifen oder etwas so anderes. Es geht nur um Arbeit. Unsere Plattform zeigen, alles zeigen, wie bei uns das funktioniert und dann können Sie auch direkt auflegen. Verstehen Sie? Nee. Also lass uns das mal verbinden und dann verstehen Sie alles. Das habe ich Ihnen doch jetzt schon mehrfach beantwortet. Also, was können wir dann machen? Haben Sie Interesse über dieses Arbeit oder nicht? Woran? Über Investitionen in Börse, da wo können Sie Profite behalten. Viele Profite gemacht. Investing. Kennen Sie Investing? Ja. Wie bitte? Ja. Wir arbeiten mit Investing. Das zum Glück, dass Sie das wissen. Also wir arbeiten mit Investing, mit Kryptowährung, Aktien, Rohstoffe, Signalen. Verstehen Sie Forex? Und bei uns können Sie Ihr Konto aktiv zu stellen und mit diesem Account können Sie arbeiten. Verstehen Sie? Dieses Account ist wie ein Online-Banking. Ja, was denn für ein Account? Das war ja meine Frage ganz am Eingang. Also die habe ich ja bis jetzt noch nicht beantwortet ja, bekommen. Ja, das ist ein Account wie Online-Banking. Und mit diesem Account können Sie ja aktiv zu stellen, Geld laden, Geld investieren, Geld nehmen. Verstehen Sie? Und Ihr Geld zu verdoppeln. Also, dass dieser Anruf hier nichts anderes als Betrug sein kann, ich glaube, die Frage erübrigt sich von ganz allein. Jede einzelne Frage, die man hier stellt, da wird einfach schlichtweg nicht wirklich beantwortet. Es wird viel Blabla umhergelabert, ja, aber nicht auf den Punkt gebracht. Jede Frage, die man hier stellt, führt einfach nicht zum Ziel. Es geht einfach nur darum, dass sie in ihrem Skript weitermachen und möglichst einfach, ja, die Leute am Telefon bescheißen. Es geht nicht darum, um irgendwelche Fragen zu klären. Tja, und es geht auch nicht darum, dass ihr da sicher Geld anlegen sollt. Es geht einfach nur darum, dass ihr Geld überweist und ihr das Geld nie wiedersehen werdet. Verstehen Sie mit der Arbeit? Das ist eine Arbeit in Investing, wo Sie können ohne Steuer das machen, ohne Steuer zur Bezahlung. Also illegal. Das ist legal? Nee. Das ist nicht illegal, das ist legal, das ist Trading, das ist Onlinehandel. Ja, da muss man aber in Deutschland auch Steuern zahlen. Also, die Steuer bezahlt die Kompanie für die Transaktionen oder was so anderes. Aber wenn Sie wollten zum Beispiel beim eBay etwas verkaufen, bezahlen Sie Steuer in Stadt? Ja, wenn man mehr als 165 Euro damit im Monat macht, muss man darauf auch Steuern zahlen, ja. Für das können wir
Zahlung. Also, da, Sie brauchen keine Steuer zur Bezahlung oder etwas zu haben. Verstehen Sie? Einzige Steuer, das Sie müssen bezahlen, ist, wenn Sie Ihr Account laden. Ist diese Transaktion das nicht für die 50 Cent von der Bank? Verstehen Sie? Nö. Nur das. Aber anders nicht, weil das ist eine Online-Arbeit, dass Sie können in Ihren Rechner machen und Profite und Geld gewinnen. Er muss ja trotzdem versteuern, sonst ist das ja Finanzbetrug. Nein, also das machen wir, weil wenn Sie mit uns Geschäfte machen, arbeiten, ja, dann wir bezahlen das Steuer. Nee, das ist ja Quatsch. Weil, nein, das ist nicht Quatsch, weil das, wir sind ein großes Unternehmen. Und wie kann man das Quatsch sein? Natürlich muss ich Steuern darauf bezahlen, wenn ich mir das Geld auszahle. Muss ich erst beim Finanzamt angeben, natürlich. Nein. Doch? Nein. Doch? Deswegen jede Leute das... Ja, dann arbeiten Sie halt kriminell, wenn das bei Ihnen nicht so sein muss. Wie kriminell? Wie kann man kriminell sagen? Wie ja, Sie das indem man das ausspricht. Wie das? Sie haben mich gefragt, wie man das Wort sagen kann. Und ich habe Ihnen geantwortet, wie man, indem man das Wort einfach ausspricht. Sie erklären mir gerade, dass Sie... Sie erklären mir gerade, dass Sie illegal arbeiten. Ich arbeite nicht legal. Doch. Nein. Doch, doch. Ich kann Ihnen zeigen, dass wir lizenziert sind und alles. Ja, aber wenn Sie jetzt hier gleich mit Steuerbetrug werben, dann ist das illegal. Das meinte ich für den Kunden. Wir Company, wir arbeiten den Steuer in Stadt. Aber der Kunde bezahlt nicht für die Transaktionen. Ja. Weil Sie der Kunde muss trotzdem darauf Steuern bezahlen auf seine Gewinne. So. Sie arbeiten nicht... Mag mich nicht so wie ein schlauer Mensch, weil sie sind nicht. Ach so, das versucht mir die Kakerlake zu erklären, die gar keine Ahnung hat, wie das deutsche Finanzsystem funktioniert. Tja, und nun hast du dein Mikrofon aus, du Krimineller. Betrüger, Betrüger. Tja, nun hat der Betrüger nur sein Mikrofon gestummt. Aber die Leitung steht noch. Interessant. So ist das halt, wenn man in einem betrügerischen Callcenter arbeitet, ne? Ja, eins ist schon mal klar, der hat jede Menge Geschichten erzählt und wollte uns auf jeden Fall einen Bären aufbinden, tja, beziehungsweise unser Geld irgendwie verbrennen. Keine Ahnung wofür, aber naja, eins ist sicher, wer hier sein Geld einzahlt, der sollte definitiv, ja, was anderes machen und hier nicht sein Geld einzahlen, weil da bekommt ihr definitiv nichts wieder raus. Solche Firmen sind ziemlich gefährlich. Es kann tatsächlich sogar durchaus vorkommen, dass solche Firmen wirklich mit eurem Geld am CFD-Markt rumspielen. Aber naja, letztendlich wird die Kohle trotzdem weg sein. Und selbst wenn ihr was gewinnt, ist es niemals sichergestellt, dass man bei solchen Firmen jemals auch nur einen Cent wiederbekommt. Hallo? Ich verstehe Sie nur ganz schlecht. Hallo? 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 Jetzt höre ich was, ja? Ja, okay. Philipp Schneider. Aber Sie sind sehr leise. Moment, bitte. Das hören wir jetzt. Philipp Schneider, hören Sie ja. mich? Ja, jetzt höre ich Sie, ja? Okay, ich bin von der BitIQ. Ich bin zuständig für die Anmeldung und die Registrierung. Okay, Sie haben bei uns registriert für die Bitcoin. Ist das richtig? Wann denn? Vor zwei Minuten, drei Minuten. Ich habe die Anmeldung von Sie bekommen. Ihr Firmenname sagt mir gar nichts. Ich habe nichts gesagt. Ich habe keine E-Mail geschickt. Ich bin von Dexacoin. Ach so, ja. Ja. Richtig. Okay, kann ich da fragen, haben Sie ein bisschen Erfahrung mit Kryptowährung? Nee. Okay, ich frage Sie, das ist ein automatisches Handlungssystem. Das läuft automatisch, Sie brauchen nicht unbedingt Erfahrung, aber Sie kriegen auch die Unterstützung von einem Berater, wenn Sie steigen ein. Aha. Okay. Tja, hier fängt es schon wieder von vornherein richtig seriös an. Man braucht von vornherein bei dieser Firma also keine Ahnung. Das erzählen ja die Betrüger immer mal wieder. Tja, aber das Problem an der Geschichte ist, wenn man keine Ahnung von dem ganzen Bums hat, dann sollte man da definitiv auch die Pfoten von lassen. Denn was bringt's euch, wenn ihr von ja, dem, was ihr da machen wollt, keine Ahnung habt? Also, normalerweise wird man ja bei der Bank auch aufgeklärt, was da passiert, was man macht und was mit dem Geld geschieht, wenn man ganz normal bei einer Bank investiert. Aber das erfolgt ja alles nicht.
Hier ist eigentlich nur die Kernaussage, gib uns dein Geld, der Rest passiert von alleine. Und man soll dem Ganzen natürlich Vertrauen schenken. Dass man das lieber lassen sollte, erklärt sich, glaube ich, von selbst. Ich muss Sie, wenn ich schicke Sie jetzt ein E-Mail, haben Sie die Möglichkeit, das E-Mail zu anschauen? Ja. Okay, gut. Nur für unsere Statistiker, was machen Sie beruflich? Was ich beruflich mache? Ja. Ja, da bin ich Fußbodenheizungswasserverkoster. Was bedeutet das? Was für eine Heizung? Ja. Okay, und wie alt sind Sie? 29. Okay, verheiratet, ledig oder geschieden? Nee. Nein, okay. Ich schicke Sie jetzt ein E-Mail. Ja. Moment. Ja. Moment, es dauert ja ein paar Minuten mit einem Sicherheitscode. Okay. Moment bitte. Ja. Wenn Sie steigen ein, was ja für Liebe für Sie? Eine Banküberweisung oder mit einem Kreditcard? Das ist mir egal. Okay, ich mache eine Banküberweisung. Ja. Moment bitte. Ja. Darf ich Namen von Sie? Moment bitte. Ja. Moment. Ja. Okay, ich hab das E-Mail geschickt. Also die E-Mail ist raus. Die E-Mail ist raus, ja. Ich geh gleich mal gucken. Okay. Was haben Sie denn da reingeschrieben? Ich habe das alles reingeschrieben. Das steht auf der E-Mail Bankverbindung, Rob, Philipp Schneider. Okay, unsere Bank ist in Österreich. Ja. Okay, Minimum zum Einsteigen ist 500 Euro. So wenig. Und Sie können mit 1000 Euro einsteigen. Ja. Sie kriegen sofort einen Bonus. Okay, ist das interessant für Sie? Ja, Bonus ist immer interessant. Wenn es was gratis gibt, okay, dann bin ich da der Erste. Okay, können Sie das in die E-Mail anschauen? Ja, Moment. Ja. So, dann gehen wir mal gucken. Okay. So, und habe ich Platz genommen auf meinem Stühlchen vom Computer. So, bestätigen Sie Ihren Anlageplan. Ist es das? Steht oben. Nein. Nee. Bankverbindung. Bankverbindung Dexacoin. Das ist nicht gekommen. Nichts bekommen? Ich schicke das nochmal. Ja. Die E-Mail lautet Sean Steinfeger@googlemail.com. Ist das richtig? Nee, da muss ein Fehler unterlaufen sein. Sie haben das die E-Mail geschrieben. Ich habe das nicht geschrieben. Hoppala! Nein, das ist nicht hoppala. Das ist Sean Steinfeger@googlemail.com. Nee, da muss ein Fehler unterlaufen sein. Das ist kein Fehler. Sie nee, haben das E-Mail geschrieben. Aber da muss ein Fehler unterlaufen sein. Da habe ich keine E-Mail. Moment, ich schicke das nochmal. Ja. Moment. Ja. Moment, bitte. Ja. Moment. Ja. Okay, ich habe das E-Mail geschickt. Dann gucke ich da nochmal rein. Okay. So, da habe ich eine neue E-Mail bekommen. Jetzt beantragen zu 0 Euro Jahresgebühr. Kostenlose Kredite. Nein, nein, das ist nicht das. Nein, nee, das ist Bankverbindung vom Dexacoin. Dann ist das nicht gekommen. Das kann nicht sein. Ich habe keine Fehleranmeldung gekriegt. Weiß ich nicht, aber das ist nicht hier. Sie haben angemeldet bei uns. Ich habe die ja E-Mail, Sie hier und ich habe das geschickt. Haben Sie da jetzt die richtige E-Mail-Adresse? Ja. Okay. Also, Sie haben das. Ja, das ist schon Steinfeger@googlemail.com. Ja. Richtig? Nee. Was ja, nein. Was bedeutet das? Sie sagen ja und dann nein. Na, da muss ein Fehler unterlaufen sein. Das ist kein Fehler. Sie haben das E-Mail geschrieben. Hoppala, dann ist da ein Fehler unterlaufen. Das ist keine Hoppalade. Na, aber die E-Mail-Adresse stimmt ja nicht. Ich kann das nichts machen. Sie können eine E-Mail zu mir schicken, wenn Sie wollen. Ich bin Philipp@dexacoin. Ja, Moment, dann muss ich eine neue E-Mail schreiben. Moment, schreibe ich von meinem Vati eine E-Mail. Dann sag mal noch mal da die Adresse da deine. Philipp. Also P, H, ja? L, ja. I-P-P. Ja. Und dann? At. Dexa. Wie schreibt man das? D für Deutschland. Ja. D für E-Mail. Ja. X für X, X für X, X,
mir. Ja, ja. Auf Anton. Ja. Und dann? Ja. Aha. Coin. Also zweimal. Coin. Das bedeutet Coin. Nicht zweimal, Coin. Okay. Coin. Ja. Und dann? .com. .com. Aha. So, ich schreibe eine E-Mail. Was soll ich denn da reinschreiben? Test. Hab ich gemacht. So, dann gehe ich jetzt auf Senden. Okay. So, der E-Mail ist raus, aber da ist zurückgekommen. Da steht, kaputt. Aber Sie haben das falsch geschrieben. Bestimmt. Nochmal? Ich gehe nochmal auf Schreiben. So, dann sag mal nochmal deine E-Mail-Adresse. Ja, ich habe keine nochmal E-Mail-Adresse. Herr Scheinfeger, ich habe nicht so viel Zeit für Sie. Ich habe viele, viele Kunden, die steigen ein. Oh. Sie haben eine E-Mail von uns. Die E-Mail stimmt. Ich glaube schon, Sie werden ein bisschen Spaß mit mir machen. Ja, aber die ist doch nicht angekommen, die E-Mail. Na, und ich bin ja nicht bei hier Google Mail. Ich bin ja woanders. Okay, wissen Sie was? Ich wünsche Ihnen alles gut, bleibt gesund und auf Wiederhören. Betrüger! Na, genau so stellt man sich doch ein Gespräch mit einem Bankmitarbeiter vor, der, naja, euer Geld angeblich vermehren möchte. Ich glaube, dass man hier nichts erwarten kann, sollte für sich alleine sprechen. Ich hoffe, euch haben die zwei Anrufe wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt gerne in die Kommentare auch, was ihr über den ganzen Bums hier denkt. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.